Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Let's Play Magic the Gathering. Jetzt im neuen Arena-Modus, der ja schon seit zwei Jahren müsste es ungefähr sein, frei ist. Und ich habe mir gedacht, ich stelle euch mal einige Deckstrategien für Magic vor und zeige die am praktischen Beispiel. Was jetzt die Spielweise quasi, also die Regeln von Magic angeht, da gibt es im Internet, habe ich gesehen, schon unzählig Tutorials. Daher möchte ich mir das hier in dem Fall ersparen, sondern wie gesagt, zeige euch ganz einfach nur, was für Decks ich mir überlegt habe, werde auch in die Kommentare unten bei der Videobeschreibung reinschreiben, was quasi meine Deckliste ist. Und ja, dann sprechen wir ganz kurz durch. Das erste Deck, was ich euch vorstellen möchte, ist mein blau-weißes Deck-Tod-Deck. Ja, ich gebe zu, der Name ist überaus kreativ gewählt, aber beschreibt sehr gut, was es macht. Und zwar zielt es darauf ab, nicht den Gegner damit zu töten, dass man seinen Lebenspunktestand auf 0 bringt, sondern dass man seine Bibliothek auf 0 bringt. Was haben wir? Da das Deck natürlich sehr anfällig gegen Schaden ist und versucht, fast ohne Kreaturen auszukommen, ist das ja auch die einzige Kreatur, die drin ist, viermal. Die Mauer des Vergessens ist einfach ein Verteidiger, der dazu führt, dass man die ersten Angriffe ein bisschen abfangen kann, und sie zwingt auch dazu, dass der Gegner ein paar Deckkarten weglegt. Dann haben wir als wichtige Verzauberung versunkene Geheimnisse. Immer wenn man einen blauen Zauber wirkt, muss der Gegner zwei Deckkarten weglegen. Hat man natürlich ein fast rein blaues Deck. Ihr seht, es sind nur ein paar kleine weiße Karten dabei, die brauche ich zum Schutz. Und dann geht das sehr schnell. Von Augenblick zu Augenblick ist eigentlich nicht ganz so toll. Für zwei Mana bringe eine bleibende Karte hoch. Allerdings mit Bonuskosten von 2, sprich Summe 4, kann man zusätzlich noch eine Karte ziehen und damit wird sie dann wieder gut. Brandende Flutwelle ist so ähnlich, allerdings kann man eine Kreatur hochbringen. Allerdings zieht man dafür garantiert eine Karte. Psychische Korrosion zieht auch auf den Decktod ab. Immer wenn man eine Karte zieht, muss der Gegner zwei Deckkarten weglegen. Auch das in dem Deck sehr schnell. Für die Defensive haben wir drinne Schiffbruch erleiden. Ein sehr, sehr starker Zauber. Bewirkt quasi, dass alle Angreifer ganz aus dem Spiel entfernt werden. Der Gegner hat dafür die Chance, alle Länder, die er noch im Deck hat, entsprechend rauszusuchen. Also sind 12 Kreaturen gestorben beispielsweise, darf er sich bis zu 12 Länder raussuchen. Das machen sehr viele auch. Gegen Deck-Tod-Deck ist es allerdings meistens eher nachteilig, denn ja, das dünnt das Deck gleichzeitig aus. Wir schlagen hier also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Auch für die Defensive ist die reinigende Nova. Im Zweifelsfall zerstört man halt mal alle Kreaturen, dafür ist sie hauptsächlich gedacht. Wofür sie nicht ganz so gedacht ist, ist der zweite Effekt, alle Artefakte und Verzauberung zu zerstören, weil das Deck ja selbst hier auf Verzauberung basiert. Das wäre also im letzteren Fall wirklich dann nur eine Notlösung. Kumenas Erwachen sorgt dafür, dass jeder Spieler eine Karte zusätzlich zieht, wenn wir den Segen der Stadt haben, sprich 10 bleibende Karten, und dann dürfen nur wir ziehen. Das ist natürlich wieder gut in Kombination mit unserer versunkenen Geheimnissen und der psychischen Korrosion. Geduldiger Wiederaufbau, höchstwahrscheinlich die beste Karte im Deck. Macht eigentlich folgendes: Der Gegner muss 3 Deckkarten jedes Mal weglegen, wenn wir dran sind in der Versorgung. Für jedes Land, was er weggelegt hat, ziehen wir dafür eine. Und das triggert natürlich dann auch wieder mit psychischer Korrosion. Zurückweisung des Flusses, hier als defensive blaue Karte, bringt einfach alle bleibenden Karten auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Und da man hier selbst relativ billige hat, geht das mal ganz gut. Ja, Inseln, damit man genug Mana hat, ein paar blau-weiße. Ansonsten hauptsächlich Inseln. Und als besonderes Land die Gedenkstätte der Genialität. Die führt einfach dazu, dass wir auch nochmal zur Not sie opfern und zwei Karten ziehen können. Zum Sideboard möchte ich vielleicht noch erwähnen, es ist immer klug, mit dem Sideboard zu spielen. Da ich jetzt nicht so hier auf Turnier spiele, habe ich keins dabei. Allerdings, was ich immer in ein Sideboard rein tun würde, wären die sogenannten Removals, also sprich Karten, die dazu führen, dass irgendwas, was ein Gegner hat, was mich stört, weggelegt werden kann. Hier in dem Fall würde ich eher zu Kontern gehen. Es gibt ja auch durchaus Kontertauschsprüche, die dazu führen, dass der Gegner gleichzeitig Deckkarten weglädt oder man selbst Karten nachziehen kann, was natürlich mit der Deckstrategie hier harmoniert. Okay, so viel zur Theorie, gehen wir mal in die Praxis. So, schauen wir mal. 4 Stadtländer, das sieht gut aus, alles blau-weiß. Damit können wir also quasi alle spielen, was wir so im Deck haben. Das behalten wir doch sehr gerne. Haben jetzt zwar keine Karte auf der Hand, die auf unsere Strategie abzielt,
Aber was wir haben, ist die Möglichkeit, ihn erstmal ein bisschen auszubremsen. Und das könnte reichen. So, noch nicht sagen. Hallo. So, er spielt blau-schwarz, könnte also gut piratendeck werden. Ja, das sieht dann nicht aus. Wenn sie Ziel von Zauber wird, opfere sie. Das können wir doch bewerkstelligen. Allerdings alles zu seiner Zeit. In der getappten Spiel. So. Machen wir zur Not dann, wenn es angreift. Und dann die dann auch los. Ja, okay, das Endo-Kommando ist auch eine sehr beliebte Karte. Klar, für wenig Mana relativ stark. So, damit wir uns ein bisschen Leben erhalten, müssen wir erstmal dazu so führen, dass wir hier ein bisschen uns schützen. Wobei, liebe Karte. So. Wisst ihr was? Wir bringen den Tiefseeflotten Endo-Kommando mal wieder auf die Hand zurück und ziehen dafür eine Karte. Da haben wir dann noch 5 Mana. Bei den Deck ist es meist so, dass man erstmal ein bisschen Schaden einstecken muss. Aber solange man den Gegner halt dabei ausbremst, ist es okay. So, jetzt wollen wir mal an den Kappen ziehen. Erstmal würde er sich freuen und denkt sich, oh cool, ich darf auch Karten ziehen. Aber beim Deck-to-Deck ist das natürlich immer verhängnisvoll. Wenn wir Glück haben, spielt er jetzt dann nach der Angriffsphase noch ein Kärtchen. Mal schauen. Komm. Schade. Na gut, wir haben genug Zerstörungszauber auf der Hand. Wäre halt nur schön, wenn wir auch ein paar Decktod-Sachen mal langsam ziehen würden. Aber machen wir erstmal Kreaturen weg. So. Haben erst noch ein bisschen Luft uns geschafft. Das ist halt das Schöne an dem Deck. Eigentlich ist das so wirklich ein Deck für Magier. Man sagt, ich brauche keine Kreaturen, ich komme da auch ohne klar. Natürlich sind viele Decks Kreaturen basiert. Und das ist auch okay so. Hm. 3, 4, 5, 6, 7. Dann spielen wir das am besten dann mit Bonus. Genau. 45 Karten hat er noch im Deck. Naja. Irgendwo in unserem Deck sind unsere Deck-Tod-Verzauberungen. Wenn wir es am Anfang schaffen, einfach nur nicht getötet zu werden, dann läuft das schon gut. So. Der, die dich oder eine Kreatur, die du kontrollierst, als Ziel hat. Ja, da wäre es schon, um die loszuwerden, eher wieder auf Fläche. Aber, solange es ein Spiel ist, machen wir, was wir geplant haben, schieben wir hoch und ziehen dafür eine Karte. Weil wir die Bonuskosten bezahlt haben. Für einen Mana stört die mich irgendwie zu sehr. Ich kriege meine ganze Strategie durcheinander. Ich glaube, der entlädt gegen uns gleich. Weil er kann ja nur eine Kreatur schützen. Aber wenn wir auf alles gehen, sprich einen Flächenzauber einsetzen, dann hat das Ding keine Relevanz mehr. Deswegen. Goodbye, liebe Kreaturen. Passiert auch mal öfters, nachdem man die Karte das zweite Mal spielt, dass der Gegner keinen Bock mehr hat und einfach aufgibt. So, jetzt holen wir uns ein bisschen defensiv und legen sein Deck ein bisschen weg. Für 2 Mana ist sie einfach voll okay, die Mauer des Vergessens. So, mal sehen, wie er jetzt weitermacht. Immerhin, wir haben ja noch 3 Karten, mit denen wir alles Mögliche zerstören. Ja, bringt
Echt, der... Wie, Entschuldigung, Leute, ich muss nur sagen, das ist ja wirklich dämlich. Er bringt ihn mir auf die Hand zurück. Das ist für mich von Vorteil natürlich. So. 3, 4, 5. Wir haben 7 Mana. Die brauchen wir nicht zwingend im Spiel. Also. Jetzt fangen wir ein bisschen an, Decktour zu machen. 6, 7, 8. Ich müsste jetzt eine spielen. Ich habe noch kein Land gespielt, deswegen machen wir die jetzt gleich mal mit. Bonus. Dann kommt der wieder hoch und wir können vielleicht ein Land nachziehen. Sonst werfen wir einfach ab. Tut ihm mehr weh als uns. Weil jetzt triggert es ja, wir haben eine Karte gezogen. Jetzt muss er weglegen. Warum habe ich jetzt... Achso, weil ich am Ende des Zuges abwerfen muss. Die brauchen wir am wenigsten, denke ich. Für 2 Mana, Aufblitzen, Todesberührung, noch ein Effekt. Gute Karte. Jetzt haben wir einen Segen der Stadt. Ab jetzt dürfen nur noch wir ziehen. Wir entledigen uns erstmal der Kreaturen. So, wie viel Mana haben wir jetzt noch? 3. Das suchen wir Geheimnisse raus. Und ab jetzt muss er auch Karten weglegen in den blauen Zauber spielen. Schlinge wird also immer ein bisschen enger um seinen Hals. Kenzo, mit mal, um die alle wieder hochzuschicken. Da wir dadurch Karten ziehen können, bin ich sogar dafür, das zu machen. Du legst bitte ein paar Karten weg. Da wir einen blauen Zauber gespielt haben, legt er weg. Bei der Karten ziehen, legt er weg. Ja, das summiert sich alles. So, 6 Mana. Das kostet 3. Wenn wir das nochmal spielen, triggert es nochmal. Dann haben wir noch genug, ohne dass wir Schaden akzeptieren müssten. Da kommt auch der Kommentar schön. Man kann ihn verstehen. Das Deck kann einen durchaus frustrieren als Gegner. So, nur noch 11 Deckkarten. Das ist in 1 bis 2 Zügen dann erledigt, je nachdem, was jetzt kommt. Und ihr seht, trotz dass er so viel Mana hat, es hilft ihm nichts. Wir haben noch 3-mal Schiffbruch erleiden. Das heißt, wir können jeden Angreifer direkt entfernen. Wir können nochmal alle bleibenden Karten auf die Hand zurückbringen. So, 7. Schimau des Vergessenspiels legt er 4. 5, 6, 8 weg. Das reicht schon. Und damit haben wir eigentlich gewonnen, wenn er jetzt nicht noch irgendwas Spontanes auf der Hand hat. Die größte Schwäche vom Decktour-Deck hier ist allerdings ein grünes Deck mit Geas Segen. Ich würde jedem empfehlen, dass er 2-mal Geas Segen in ein grünes Deck packt. Dann ist man so gut wie immun gegen Decktour. So, gutes Spiel, sagt er. Er sieht's ein. Ich klicke auf Weiter und sag Goodbye, Kumpel. So, versuchen wir jetzt mal noch gegen andere Gegner. Die erste Partie ging ja relativ schnell. Möchte mal sehen, wie es ansonsten noch wirkt. Und wir starten mit recht wenig Mana. Aber okay, wir versuchen es mit 2 Ländern. Mathematisch müsste es ja bedeuten, wir ziehen mit hoher Wahrscheinlichkeit welche nach. Und da kam auch schon das erste. Nicht wundern, dass ich dann nicht das als nächstes spiele, sondern direkt die Insel, da die ins getappte Spiel kommt. Und ich jetzt mit 2 Mana das hören kann. Nehmen wir das nämlich erstmal. So. Blau-Grün. Ich vermute mal Marrow.
Na gut. Mal schauen. Warum sagst du jetzt schon schön? Das war gar nicht schön. Narrows können auch sehr schnell sehr stark werden. Vorteil, man zieht oft viele Karten und nähert sich damit am ehesten den Decktod. Ja. Ihr seht, er spielt auf Masse, Spielsteine. Das hier wird uns dann gleich den Popo retten. Drei Angreifer, ein Blocken weg, das ist kein Problem. Um nicht sparsam zu sein, machen wir noch das paar mehr dazu kommen. Ja, so zum Beispiel. Alles klar. Nächstes Zug müssen wir das Spiel. Sonst gehen wir drauf. Allerdings wird er dann stinksauer werden. Aber gut, das kann uns ziemlich egal sein. Allerdings wird er sich dann höchstwahrscheinlich 4, 5, 6, wenn er mit allen vielleicht 7 Länder raussuchen. Ja, das denkst du dir, Kumpel. Das denkst du dir. Er hat jetzt natürlich gewonnen. Vielleicht sagt er auch gleich schön, mal schauen. Oder was er das so kann. Also ihr seht ihn. Ja, mach gut. Verbeutet. Er hat keine Hand mehr. Das heißt, wir zerstören jetzt voll seine Strategie. Er hat dann gleich nichts mehr. Wird jetzt garantiert stinksauer sein und vielleicht sogar abbrechen. So, jetzt sucht er sich erstmal gefühlt 15 Länder raus. Ich weiß nicht, wie viele Kreaturen das waren. Aber es werden einige sein. Und ohne die Karte wären wir jetzt nicht tot gewesen. Deswegen, man sieht hier eindeutig ein Rush-Deck und auch die Schwäche des Rush-Decks. Wenn man darauf vorbereitet ist, einen schnellen Angriff abzuwehren, dann bringt das eigentlich viel. 34, okay. Wir bräuchten dann noch einen Mana, um die alle wieder hochzukriegen. Aber erstmal haben wir jetzt keinen Vorteil davon. Kreaturen mit plus plus machen könnte ich geblockt werden. Ja, das ist etwas unangenehm. Boah, wir trinken das sechste Mana. Komm. Oh, das sieht schön aus. Oder so. Geht auch. Nehme oder so. Mal sehen, ob er was gelernt hat oder ob er wieder mit allen angreift. Da es ein Rush-Deck ist, müsste er theoretisch mit allen angreifen. Und dann hat er wieder nichts mehr. Na schau. Aber ihr seht, wir müssen uns momentan so sehr auf die Defensive hier konzentrieren, dass wir selbst nicht zur Offensive kommen. So kommt er durch. Aber ich glaube, das wird gut. So, lass mich nachdenken. Wir haben 6 Mana. Die bringen wir hoch, weil sie unblockbar ist. Den einen blocken wir ganz munter und frohlockend weg. Das Schöne an dem Deck ist so, ist ein gechilltes Deck. Man ist einfach nicht kein Aggressor, sage ich mal. Sondern tut den Gegner subtil besiegen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das hat eine gewisse, nennen wir es mal, Ästhetik. So, wenn man zu viel von denen hat, bringen wir ihm alles wieder hoch. Da Spielsteine nicht auf einer Hand gelagert werden können, gehen die dann alle WW weg.
So, 6 Mana. Lass mich nachdenken. Das können wir sowieso raushauen. 4 Mana, um den Hochspiel einzuziehen. Verbleiben 2 Mana. Okay, wir spielen sicher. Wir gehen kein Risiko ein. Wir hätten jetzt auch ein bisschen aggressiver spielen können. Aber wir gehen einfach mal kein Risiko ein. Schon hat er nur noch 3. Das heißt, es ist gleich gelaufen. Zumindest wüsste ich jetzt nicht aus dem Kopf, was er noch haben könnte, außer GRs Segen. Aber das wird er wahrscheinlich nicht haben, weil dann wären es entweder genau die Handkarten oder die, die im Deck sind, weil GRs Segen hat ja die böse Angewohnheit. Okay, dann krieg ich halt einen Schaden. Die böse Angewohnheit, wenn es auf dem Friedhof landet, dass sie ganz einfach wieder sich selbst mit dem ganzen Friedhof reinmischt. Ziehe eine Karte. Gute Idee. Spiel das am besten nochmal. Ja gut, er muss jetzt zwingend alles raushauen. Wenn er sowas wie eine Chance hat, hat er natürlich nicht. Das weiß er auch, denke ich. Das ist frustrierend, das kennt jeder Spieler. So, komm, lass uns gleich rausspielen. Du hast doch keine Deckkarten mehr, die du weglegen kannst, aber mach's trotzdem. Denn einen Schaden kassieren wir halt noch. So. Bringt jetzt eigentlich nichts mehr, er weiß, dass er verloren hat. Dann bringe ich einfach mal alle hoch, weil es ein schönes Gefühl ist. So, so. Sagen natürlich fairerweise gutes Spiel. Und die Sache ist gelaufen. So, und wir haben noch Zeit für eine dritte Partie. Die ging ja doch relativ schnell. Mal schauen, wir hatten jetzt ein grün-blaues Deck gehabt. Mal sehen, was wir jetzt spielen dürfen. Okay, wieder nur 2 Mana. Und sehr viele teure Karten. Wisst ihr was? Kommt, wir versuchen es einfach. Oh, und der hat schon Gold dran, oder? Ist das Silber? Nee, erkenne ich nicht genau. Spielt rot. Sprich, wird wahrscheinlich sehr schnell und sehr aggro sein. Mit unserer aktuellen Hand werden wir das wohl nicht bewältigen können. Okay, so aggro kann es nicht sein. Im zweiten Zug noch nichts draußen. Da wir jetzt ein drittes Mana haben, können wir uns mindestens für 2 Züge schützen. Ich wundere, dass ich nicht gespielt habe. Dadurch, dass ich jetzt eine Insel gespielt habe, kann ich hier dann ungetappt spielen. Grün-Rot. Vielleicht spielt er Dinosaurier, die kosten ein bisschen mehr. Day for some anarchy. Ich habe nur eine Karte im Deck, zwei, mit denen ich den wieder hochbringen könnte. Ja gut, von Ladung war Elfen, das Spiel ist nicht beeinflusst. Wir werden die trotzdem auf die Hand zurückbringen. Okay. Eigentlich brauchen wir ganz schnell das Mana, um hier hinzukommen, dass seine Fähigkeit nicht triggern kann. Machen wir so. Weil wenn das Emblem von seiner -8-Fähigkeit erst einmal draußen ist, das kriegen wir nie wieder hoch. Jedes Endsegment, das heißt von ihm und von mir. Müsste ich jeden Zug 2 Kreaturen, 4-4, aushalten. Das kann ich natürlich nicht lange stellen. Seine Fähigkeit ist ja, dass er
jede Kreatur einen Schaden zufügen kann. Und ihr seht hier immer Schaden, wenn Schaden zugefügt wird, triggert etwas. Das sind diese bescheuerten Dinosaurier-Effekte. Also bescheuert sind sie eigentlich nicht, aber sie machen es sehr anstrengend. Those go there. Ich hoffe, jeder geht eine Karte, erzeugen eine Kopie des Spielsteins. Erstmal so. Er wird nicht mit den ganzen angreifen, die Primaner. Deswegen bringen wir den wieder hoch, damit er den erstmal spielen muss, damit er seinen Effekt triggern kann. Wir bräuchten jetzt wirklich unseren anderen weißen Zerstörungszauber, damit wir, sobald der Typ draußen ist, präventiv das killen können, weil dann geht seine ganze Deckstrategie flöten. Seine Strategie ist, oder wird sein, Dinosaurier raushauen mit, wenn ich Schaden kriege, passiert dies und das Effekten. Und der Rote ist eigentlich der Weg dahin, zu garantieren, dass sie Schaden bekommen. Das heißt, wenn wir es schaffen, dass der nicht im Spiel ist, kann er nicht kaum was machen. Nein, die machen ein bisschen Schaden. Okay, was soll's. Allerdings, wenn er jetzt clever spielt, er den mit Eile. Das würde er auch machen. Ich nehme meine Aussage zurück, er ist nicht ganz so clever, wie ich ihn einschätze. So, wisst ihr was? Wir lassen ihn mal angreifen und alle opfern. Das bringt noch nicht alles zurück, da freut er sich. So, mal schauen, was er macht. Boah, er hat ja, ich sehe gerade jetzt, er hat ein richtig fettes Deck. Wird eine Weile dauern. Ich bin erstaunt, dass er den anderen nicht ausspielt, also den hier. Das ist eigentlich die Schlüsselkarte in seinem Deck, also entweder weiß er das nicht, oder aber er denkt sich, ja, scheiß drauf, ich spiele auf Akku. Ja, jetzt kommt er. Ja, nicht immer noch die Chance, ihn jetzt aktuell hochzubringen, oder alle Dinosaurier. Letzteres ist ein bisschen zu schwer. Überlege, 66 Karten im Deck, so viel auf dem Friedhof. Da hat er ja mindestens 80 Karten Deck gehabt. Das wirst du jetzt nicht für einen Mana noch. Na gut, vielleicht ein Lanowald 11 oder so. Grün spricht zumindest. Okay, geht auch. Grün-Rot ist halt eine aggressive Kombination. So, mal schauen, mit wem greift er denn jetzt an? Nur mit ihm? Na gut, dann ist trotzdem weg. Noch keine Wahl. Darauf habe ich jetzt gehofft. Wurde ja auch mal Zeit, dass die kommt. Wir nehmen den los, den ich hier am meisten fürchte. Verlieren wir zwar unseren Blocker, aber unseren Blocker. Opfer jeder geht noch eine kleine Karte. Das lassen wir nicht zu. Den bringen wir dann hoch. Ich habe ja Angst, dass er noch klug wird und feststellt, wenn er die mit seiner Fähigkeit kombiniert, dass sie dann Eile bekommen. Dann haben wir nämlich ein Problem. Eile ist definitiv eine Schwachstelle vom Deck-to-Deck. So viel Mana haben wir denn? 3, 4, 5, 6, 7 könnten sogar 8 bekommen.
3 brauchen wir. Mit 8 können wir das gleichzeitig noch spielen. Wisst ihr was? Das machen wir. So, ab dem nächsten Zug wird es ein bisschen eher für die Spiele. Durch sein ganzes Ziehen und mein ganzes Ziehen hat er jetzt auch 9 Handkarten. Alle hochbringen sollten wir vermeiden. Er hat seinen Weltenwanderer ziemlich weit runter getriggert. Wenn ich ihn wieder hochbringe, kommt er wieder mit 9 Loyalitätsmarken ins Spiel. Ist auch nicht so toll. Geil, machen wir selber nochmal. Bin ich dabei. Hey, nur noch 58 Karten. Das ist ja fast geschafft. Jetzt sind wir fast, wo normales Deck startet. Ja, der hat den auf der Hand, der könnte jetzt noch ein Problem machen. Da er zwei Kreaturen draußen hat, würde ich vorschlagen, wir machen eine Flächenzerstörung. 4, 5, 6 und 8 Mana. 4 muss ich übrig lassen, sprich. Was können wir denn spielen? Am besten das. So, den Rest lassen wir für die Defensive. Das ist ja auch das Schöne an Magic. Es ist so wirklich ein Spiel, wo du nachdenken musst. Dein Deck hat irgendeine Strategie. Aber du musst halt die Taktik, also wie es dann wirklich läuft, anpassen. Das ist jetzt blöd. Aber okay, damit kann ich noch leben. Jetzt kommen nämlich diese jeder macht was Effekte. Wir opfern einfach hier auf die Insel. Mit 8 Mana komme ich aus. Can go a long way. Na? Okay, du willst das noch einen opfern? Weg, ja? Wie das klar ist. Da hat er gut gespielt, da gebe ich ihm ein Lob. Ja, und jetzt die Triggerzeit. Klar, bei so einem langen, dicken Deck, so einem langen Kampf. Ist das notwendig? Okay, wir brauchen einen Haufen Mana jetzt. Erstmal alles weg, das nicht. So, jetzt haben wir noch 3 Mana. Und dann müssen wir eine Karte wegwerfen. Die brauchen wir aktuell gar nicht so sehr. Jetzt hat er alles schon gesagt. Klar, dass der kommt. War bewusst. Allerdings kann ich nicht so oft spielen, dass wir daran sterben würden. Selbst wenn ich ihn jedes Mal hochbringe. Vorher sei deckt.
Was machst du, mein Freund? Plus 1, okay. Das heißt, wir dürfen dann die hier spielen, ohne dass wir einen großen Malus bekommen. Vielleicht spielt er noch ein Kreatur aus, wahrscheinlich. Oh, oder wir machen das, ist noch besser. Dann triggert seine blöde Fähigkeit nicht. Ja, das ewige Triggern. Aber genauso ist der gedacht. So. Ja. Wie viel Mana haben wir noch? 4 und wir erwarten nichts Spontanes. Dann brauchst du mich und haben noch 2 für ein falsches Falles, dass wir uns noch verteidigen müssen. Wir haben noch 28 Deckkarten, eher noch 22, ne? Es könnte langsam werden. Ach Mensch, du bist aber auch. Ja, damit kannst du dich retten. Nebenbei der erste Spieler, den ich kenne, der die wirklich ein Deck hat. Ich hatte mir auch schon überlegt, die reinzunehmen, aber ja, für 7 Mana, ne? Das ist, ist schon ganz schön viel. Power can go a long way. Ja, damit das nicht triggert. Das heißt, es geht auch trotzdem, ne? Mal schauen. Ja, es ist schon am Start, okay. Schön, X darf, X muss 0 sein. Wir kommen hier beide langsam an unsere Grenzen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Brauchst du nicht. Den bringe ich dir nicht auf die Hand, da freust du dich erstmal noch. Das machen wir vielleicht später mal schauen. Den kann ich ja eh wieder auf die Hand bringen, das ist okay. So, wenn ich Karten nachziehe. Wenn ich die opfere, ziehe ich 2 nach, kriege dann 4 weg. Oh, you're gonna hurt when this is through. So, diesmal bringe ich ihn aber gleich zurück, bevor er angreifen kann. Darf ich nicht? Darf ich nicht? Kommt, ich will. Ja, geschenkt. Jetzt. Nee, wartet mal. Der hat Eile, oder? Ja, wir müssen also. Hat er standardmäßig Eile? Nee, das hat er dadurch bekommen, oder? Wie viel Mana hat er noch? 2, 3, 4, 5, 6. Wird er reichen? Ja, yeah, wenn er uns jetzt nicht schafft zu töten, ist er im nächsten Zug tot. Das war ein harter Kampf. Jetzt hat er sich erledigt. Gutes Spiel. Machen wir mal Vollständigkeit halber. Und wie gesagt, hat sich erledigt. So, das war's für jetzt. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann schauen wir uns mal ein anderes Deck an. Tschüss!